Die 5a war da, die 6b war da, genauso wie die 7b, die 8d sowie die 9a und auch die 10b war vertreten. Mehr als 700 Schüler haben am Montag den Neubau des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf bezogen. Im Gepäck viele Wünsche für die Zeit im neuen Schulhaus. Ich wünsche, dass sich jeder auf das Aussehen konzentriert und jeder, dass das Schuljahr so gut behandelt wird und so. Und das lang und schön so heute. Dass wir schöne Klassenzimmer haben mit schönen Stühlen und schönem Mobiliar. Dass der Zusammenhalt wie im Alten da ist und dass es schöne Toiletten gibt. Ich habe mir jetzt gewünscht, dass die Tafeln gut funktionieren und dass keine Lehrer damit Probleme haben. Dass heute auch wirklich lange erhalten bleibt und dass heute nicht wieder so wie auf die alten Toiletten wieder so Geschmiere ist an der Wand. Ich freue mich am meisten drauf, dass wir neue Klassenzimmer haben und die Whiteboard vor allem mit der neuen Technik finde ich super. Also ich freue mich am meisten auf die neue Kantine, wobei es wurde sowieso ziemlich viel beibelassen, weil die Kantine hier war ja schon relativ neu, aber es wird richtig schön. Und all diese Wünsche und Vorstellungen haben die Schüler dann gemeinsam in den Himmel aufsteigen lassen. Damit möglichst viele davon in Erfüllung gehen, haben sich die Verantwortlichen mächtig ins Zeug gelegt. Also rein äußerlich ist natürlich das neue Schulgebäude viel heller als das alte. Wir hatten ja im alten Schulgebäude eigentlich den gesamten naturwissenschaftlichen Trakt ohne jedes Außenlicht. Es war ein dunkler Betonbunker. Das sieht man natürlich rein schon vom ersten Eindruck her. Auf der anderen Seite haben wir deutlich bessere räumliche Ausstattung. Das betrifft sowohl den Ganztagsbereich, wo wir also mehr Räume zur Verfügung haben. Es betrifft auch den Bereich, der Schülern zur Verfügung steht. Es betrifft aber auch den Lehrerbereich. Doch so schön und modern das neue Schulgebäude auch sein mag, ein bisschen traurig sind einige schon darüber, dass das alte Robert-Koch-Gymnasium nun zurückgebaut wird. Vor allem diejenigen, die dort ihren Abschluss gemacht haben, verbinden manch schöne Erinnerung damit. So auch der Deggendorfer Landrat. Ja, wir waren im alten Schulgebäude natürlich auch sehr glücklich. Es war unsere Schule. Und das ist auch bis jetzt immer unsere Schule gewesen. Ich habe das ja miterlebt, dass am Schluss da schon auch Wehmut dabei war. Immer dieses letzte Konzert, die letzte Veranstaltung, ist von allen erwähnt worden. Aber ich bin überzeugt, wenn man jetzt hier in das neue Schulgebäude einzieht, dass das alte hat man in der Erinnerung. Aber man wird dann natürlich die Vorzüge einer neuen Schule sehr schnell für sich auch in Anspruch nehmen. Schon vor einigen Monaten haben die Verantwortlichen angefangen, die ersten Kisten zu packen und den Neubau für den Unterricht auszustatten. Ganz reibungslos ging das aber nicht über die Bühne. Die IT-Ausstattung konnte nicht rechtzeitig bestellt werden, weil bei der Ausschreibung ein Anbieter geklagt hat. Auf das mussten wir uns alles einstellen, aber ich bin jetzt sehr froh, dass wir hier herüben sind. Wie gesagt, vor ein paar Wochen, wenn man hier durchs Schulgebäude gegangen wäre, hätte mancher noch gesagt, ihr spinnt, wenn ihr meint, ihr könnt nach Pfingsten dort einziehen. Letztlich hat es aber doch geklappt. Ganz nach Zeitplan, pünktlich um 8 Uhr morgens, marschierten Schüler und Lehrer ins neue Schulhaus und ließen das alte ein für alle Mal hinter sich. Am letzten Schultag vor den Ferien, am Freitag, ist Mittag um 13 Uhr der Strom abgestellt worden. Es findet jetzt der Rückbau statt. Der Fenster, der Einbauten. Und dann muss sehr zeitnah mit dem Abriss begonnen werden. Wir wollen ja die großen Ferien nutzen, um hier praktisch eine Schallschleuse installieren zu können, dass halt das abzubrechende Gebäude und der Bestand, in dem ja weiter Schule stattfindet, Berufsschulen, Wirtschaftsschule, dass das getrennt wird. Und darum mussten wir heute unbedingt umziehen, um den Zeitplan einhalten zu können. Wir hoffen, dass wir dann im Herbst dann den Spatenstich für die Berufsschule 1 vollziehen können. Aus dem alten Robert-Koch-Gymnasium will der Direktor vor allem eines mitnehmen. Die Offenheit, dass man wirklich auf den anderen zugeht, auch der Ton zwischen Lehrkräften und Schülern. Auch dazu möchte er selber beitragen, dass man, wenn der Schulleiter da ist, bin er öfter mal nicht da, dass man jederzeit zum Schulleiter, zur Schulleitung kommen kann. Ich glaube, das zeichnet Robert Koch aus und diesen Spirit, eigentlich ein Spirit, dass jeder auf den anderen achtet und jeder den anderen ernst nimmt. Diesen Spirit sollten wir erhalten. Nach dem feierlichen Einzug hieß es für die Schüler aber erst einmal ab in die Klassenzimmer.
Für den Unterricht steht schon alles bereit. Dass jetzt auch noch der Robert-Koch-Spirit einziehen kann, das liegt in den Händen aller Beteiligten.